Die Bundesregierung wünscht eine Änderung mehrerer Artikel der Finanzverfassung, in erster Linie zur Verteilung von Geld an die Länder. Es soll dabei um Sicherstellung der Qualität und der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens gehen, wie es heißt, die Gemeindeverkehrsinfrastruktur und den sozialen Wohnungsbau. Wie man sieht, Kernaufgaben der Länder, die im föderalen Staatsaufbau diesen zur eigenen Erledigung zugewiesen sind. Wie allgemein bekannt ist ein lebendiger Föderalismus unabänderbares Verfassungsgebot. Artikel 79.3, Sie kennen das. Die Finanzverfassung des Grundgesetzes zieht daraus seit 1969 die logische und rationale Konsequenz. Ich zitiere, der Bund und die Länder tragen gesondert die Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben. Artikel 104a Grundgesetz. Hinter dieser Regelung steckt die kluge staatstheoretische und verwaltungswissenschaftliche Erkenntnis, dass Aufgabenträgerschaft und Finanzverantwortung auf der gleichen staatlichen Ebene angesiedelt werden müssen. Das nennt man Good Governance. Ein Verfassungsrechtler hat bei der Anhörung der geplanten Rechtsänderung ausgeführt, die Frage, wer in der Sache entscheiden soll, muss über die Zuordnung der Sachkompetenz geregelt werden. Die Finanzkompetenz muss dann folgen. Die sieht der Bundesrechnungshof auch so. Und die Bundesregierung in gleicher Mannschaftsaufstellung wie heute, die zur Stärkung des Prinzips dieses Prinzips 2006 eine große Föderalismusreform gemacht hat, dafür 25 Artikel des Grundgesetzes geändert hat, hat seinerzeit diese Änderung begründet. Damit, dass die bundesstaatliche Ordnung an einer übermäßigen institutionellen Verflechtung von Bund und Ländern leidet. Mischfinanzierungen verschränken Aufgaben und Ausgabenzuständigkeit und engen zugleich die Spielräume für eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung beider staatlichen Ebenen ein. Eine kluge Bundesregierung, die das damals ins Werk gesetzt hat, eine große Koalition. Und als im Jahre 2017 wiederum eine CDU-SPD-Regierung dieses früher für so wichtig gehaltene Prinzip der Staatsorganisation verwässert hat, haben unter anderem die beiden Ministerpräsidenten Dreyer und Kretschmann schärfsten Protest erhoben. Das war vorgestern. Das Ergebnis der Verhandlungen habe eine sachlich nicht zu rechtfertigende Unwucht zugunsten des Bundes begründet, sagte Dreyer. Und Kretschmann sprach von der Grenze des Zumutbaren, insbesondere bei den Kontrollrechten des Bundes im Bereich der Finanzen. Das war vorgestern richtig, das ist heute noch richtig. Der ganze jetzt ins Werk gesetzte Angriff gegen den Föderalismus und gegen eine rationale Staatsorganisation geht zudem von einer überbordenden Leistungsfähigkeit des Bundes und der Armut der Länder aus. Schon diese Annahme ist unrichtig, wie die Haushaltsüberschüsse zeigen. Der Kollege Rehberg ist immer bereit, als Zeuge auch dafür zur Verfügung zu stehen. Und wenn sie stimmen würde, dann gäbe es die hierfür, meine Damen und Herren, geschaffene, einfach gesetzliche Lösung nach Artikel 106, worauf ebenfalls bei der Anhörung hingewiesen wurde. Dort wird die Aufteilung aller wesentlichen Steuern geregelt. Damit soll sichergestellt werden, dass, Zitat, Bund und Länder ihre notwendigen Ausgaben decken können und bei Änderung der Verhältnisse entsprechende Anpassungen erfolgen. So einfach könnte man das Problem lösen, wenn es ein Finanzproblem der Länder gäbe. Eine Verfassung, meine Damen und Herren, ist keine Geschäftsordnung der Bundesregierung, die wegen einer Tages- oder Nachtlaune von Koalitionären mal soeben geändert wird. Theoretisch ist das so gesagt worden, auch vom Herrn Finanzminister. In Praxis wird es völlig anders gemacht. In die Verfassung, die nunmehr die Oppositionsparteien, dass die in diesem Übergriff in der Verfassung, den sie hätten verhindern können, nun auch mitmachen, das führt zur Feststellung, außer der AfD gibt es keine Opposition im Bundestag, im Deutschen Bundestag. Alle anderen sind sich fast immer einig. Eine fröhliche Demokratie. Wenn man wüsste, wie die Wurst hergestellt wird, würde niemand sie essen, sagt der Volksmund. Das Ähnliche gilt wohl auch für Gesetze und Verfassungsänderungen. Und dabei geht es um die Kostbarkeit des Respekts vor dem Rechtsstaat, die hier so gerne beschworen wird. Mal wieder ein schlechter Tag für diese Republik. Herzlichen Dank.